Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Jetzt können wir beide loslegen, Lona. Ich mache jetzt noch. Soll ich das anders machen oder soll ich das so lassen? Nein, du. So lassen? Ja. Gut, dann fangen wir sofort damit an. Ja. Wer die höchste Zahl würfelt, fängt an. Ladies first. Zwei. Ich komme über eine 2, hundertprozentig. Eins. Also 85% hat Lona immer recht. Eins. Du bist rot. Und ich würfel, du musst eine Glückskarte ziehen, Kekskarte. Oh, ist so weit weg von dir, ja? Du bist ja auf dem Rautefeld. Laut Vorlesung. Weiter so. Du darfst noch einmal würfeln und weitergehen. Und wir haben uns entschieden für 27, wollte ich noch sagen. 27 haben wir das rausgesucht, die ganzen Karten. Und irgendeiner von denen ist es. Ja, soll ich noch vorlesen, was hier steht? Ja. Lady Chiang Mai möchte auf eine Party gehen und entscheidet sich dafür, Lotusblüten im Haar zu tragen. Als sie jedoch am Palastgarten betritt, um ein paar Blüten zu pflücken, muss sie feststellen, dass schon jemand die Lotusblüten gepflückt hat. Wer das wohl war? Wer war das? Also Chiang Ming ist die. Die wollte die Lotusblüten haben. In den Pferdepalast? In den Palastgarten. Okay. Sie wollte Lotusblüten haben. Ja. Du darfst nochmal würfeln, stand da. Wo hast du gerade hingetan? Unten. Ah, okay. 4. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt darf sie sich die Karte anschauen. War es Infrarot? Oh, ich brauche. Ah, alle waren Infrarot, ja? Nur der eine war heiß. Hot. Und der war Spiegel. Okay. Wenn Luna dahin geht, dann gehe ich hier lang. Oder, ja. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin im Restaurant Tang Wang. Bang Tang. Oh, ganz wichtig. Seht ihr das? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Okay. Und dann kann man hier reinschreiben, was er gesehen hat. Wo ist denn der Wang Tan? Wang Tan, da. Das schreibt gar nicht der Kuli. Ja, kaputt. So, jetzt schreibt er. Ich brauche, glaube ich, eine Unterlage. Ich immer. Immer ich. Wang Tan. Hier. Ah! Wackel. Okay, dann kann man die Leute auch wegstreichen. Du bist dran. Eins. Du bist. Du gehst da lang, dann geh ich da lang. Du musst eine Glückskekskarte ziehen. Immer noch? Immer wenn auf Raute kommt. Ach so, Entschuldigung. Rikschafahrt. Begebe dich zu einem Gebäude deiner Wahl. Wow, du darfst hin, wo du willst.
Da. Wo? Hier zum Hafen. Ich glaube, Lona gewinnt wieder. Die Drachen blockieren den Weg, da kann man nicht lang. Wie heißt er? Das ist Fischfang. 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 Okay, ich bin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, das ist cool. Der weiße Mann. Jetzt kommt das mit dem Spiegel. Das ist auch wichtig. Habt ihr gesehen? Schreiben. Du bist dran. Drei. Eins, zwei, drei. Glückes. Ja. Teile dein Wissen, wenn du Lady Charming oder Herrn Fischfang aufgesucht hast. Musst du deinen Mitspielern erzählen, was einer der Zeugen ausgesagt hat? Also, Charlie Charmaine, da warst du noch nicht, aber du warst gerade bei Fischfang und da musst du sagen, was er gesagt Das hat. ist doch scheiße. Das ist mir scheißegal. Herr Fischfang hat gesagt, der Täter hat Schnurrbart. Täter hat Bart. Hat ein SB. Passt nicht rein zu warm. Schreib zu groß. Okay. Hat Schnurrbart. Der tot. Brauchst du Der meinen tot. Pulli? Nö, schreibt doch hier. Ja. Und die untersten drei tot. Bam, 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 bam. So, und weiter geht's. Razzidi, fazzidi, futz. Zwei. Und ich darf ein Glückskärtchen ziehen. Und da steht drauf: Drachenparade, bewege einen Drachen deiner Wahl. Ich bewege den gelben Drachen von Lona hin. Dankeschön. Warum hast du immer zu mir Scheiße gemacht? Ich liebe dich deswegen. So. Zwei, dann wieder zurück. Da 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 da. Dankeschön. Hattrick. Drachenparade bewege zwei Drachen. Oh, zwei Drachen. Mich einsperren darfst du nicht, ja? Das geht. Und. Ja, dann kann ich hier noch raus. Das geht. Das ist aber scheiße. Du hast heiß gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Und Glückskekse. Glückskekse. Sinneswandel. Kehre zum Feld zurück, auf den du zu Beginn deines Zuges warst. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja. Das ist ja eine Scheißkarte, die habe ich noch nie gehabt. Oh ja, Stefan. Arr.
Sechs! Aber ich möchte es hier. Geht nicht, ich muss sechs. Eins, zwei, drei, vier. Oder geht das auch sonst? Aber ich kann. Darf man das stoppen dann? Muss man? Okay. Nee, darf man. Doch, darfst du. Nichts. Was hat er gesagt? Nichts. Ich habe nichts gesehen. Das ist so, das ist so wichtig. Nichts das gesehen. Ist so wichtig. Ah, du bist... Tada! Kakelacke. Ich habe den Titel nichts gesehen. Du bist... One. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ein Glückskeks ziehe ich. Und da steht drauf... genieße ein Essen bei Herrn Wantan. Guck mal, wir gehen jetzt so schön essen, chinesisch, bei Wantantan. Ich esse dich. Bei Wantante. Fünf. Oh, jetzt kannst du einen weißen Mann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder da? Frau Rubin. Rubin. Rubin, bin, bin, Ru. Okay, super. Rubin ist super. Moment. Okay. Wo bist du, Rubin? Ich war erst bei 1, bei Wantan. Du warst schon bei 3. Quack, quack, quack. Moment. Ja, ich hab den Würfel noch in der Hand. Okay, mach das. 1, super. 1 und teile dein Wissen. Wenn du Frau Rubin oder Frau Schminke aufgesucht hast. Habe ich nicht, da war ich noch nicht. Ich war nur hier bei Wantan und bei, wie heißt der? Wie der Weise Mann. Weise. Rubin und Schminke ist hier, okay. Ja. Super. Eins, zwei, drei, vier. Yeah, Lone ist in die Mitte. Ey, du bist nicht auf Raute. So. Wollte ich auf Raute, dann darf ich nicht. Nur sehen. Auf Raute darfst du. Ah. Was war das gewesen? Ich hab nichts gelesen. Eins, zwei, Richa, Richa. Ich gehe nach Changmi. Changmi. Was hat sie gesagt? Changmi sagt, heute ist ein schöner Tag zum Essen. Du hast am Point. Okay. Darf ich? Du darfst. Eins. Drache Parade bewege deinen. Bewege einen Drache. Bewege einen Drache, das. Mhm. Ja. Du bist. Eins, zwei, drei. Suche den Spion auf, geh direkt zum Markt. Ho, 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 ho. Wo ist Markt? Da ist Mama. Jetzt muss ich die Karte wieder heiß machen. Das ist wenigstens straff. Ich, Mann. Ich will auch sehen. Was hast du gelesen? Es ist schön. Und dann sagt er wieder, ich habe den Täter nicht gesehen. Nee, die beiden haben immer was gesehen. Ach so, okay. Die beiden immer. Ja, immer. Da gibt's nichts, nichts. Ja, okay. Jetzt ich, ja? Ja. Jetzt habe ich vergessen, was da stand. Du hast geredet mit mir. Eins, zwei, drei. Ich brauche meine Brille. Okay.
Ganz wichtig. Brauchst du auch eine darf Unterlage? Ich jetzt, nein, darf ich jetzt sagen, ich verdächtige schon? Du musst in der Mitte reißen, aber du kennst auch noch gar nicht den Drachen. Ja, okay. Du musst auch noch den Drachen sagen. Ah, ja, okay. Ja, du weißt schon, wer es ist. Ich habe vergessen, Mann. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Oh Mann. 1, 2, 3. Wie Glücksgings. Oh, egal. Schnäppchenverkauf, geh nach Rubin. Rubin, Rubin ist da. Ebi, Schnäppchen, Rubin. Was sagt die? Du bist scheiße. Okay. Jetzt darf ich. Darf ich noch nicht? Okay. Zwei. Noch nicht? Ich bin noch nicht fertig. Wir warten auf Stefan. Auf Red Dog. Wow. Ich bin doof. Ja, ich weiß. Voll falsch. Nein. Ich bin gerade mit ja, nein, nein, ja. Voll. Oh. Kennst du das? Ja? Stefan. Blackout gehabt. Okay. Jetzt? Ja. Jetzt darfst du. Sechs. 1, 2, 3, 4, 5. Du kommst zum Spion. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche Brille. Nein. Rubbeln. Ha. Muss schneller rubbeln. Ach, Batterie ist leer. Deswegen. Okay, okay, vielleicht okay. Geht es dann wieder an. Ich weiß, was da steht. Gelbe Drachen. Ja. So was muss ich meinen mit gelben Drachen. Du musst jetzt dahin gehen und sagen, ich verdächtige den Täter unter den gelben Drachen und das ist Herr Van Son. Du bist. Ah, da ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Zwei. Okay. Ich fliege ganz schnell, ich denke nach Schminke. Ja, flieg doch zurück. Nein, ich nach Putzen. Ja, der fliegt doch. Putzen. Okay. Fertig? Eine Minute. Ja, ich weiß, wer es ist. Zwei. Bringe deine Wäsche zu Herrn Putzen. Haha, du bist bei mir. Jetzt putzen wir die Wäsche von Herrn Putzen. Ja, putzen wir. Du. Eins. Ich hoffe, ich gehe nicht weit weg. Darf ich nochmal würfeln? Shangmi hat dich zu einem... Shangming? Da war ich doch schon. Das ist doch die da. Ja, Shangming. Hat dich zu dir einen Cocktail eingeladen. Du gehst direkt zu mir. Wie komme ich denn jetzt? Drei oder fünf. Ah, du Scheiß. Bitte, du kommst nach auf der weiße Mann. Treffen der Detektiv. Alle Detektive begeben sich zurück ins Zentrum des alten Peking. Du bist noch dran. Du kannst dein Ding sagen. Alle Detektive. Yes. Und du bist noch dran. Oh nein. Ich verdächtige. Ich verdächtige
den Täter unter dem gelben Rachen heißt. Mobsen. Haha, das ist der Falsche. Wie macht man das? Ich hab gewonnen! Ich darf auch noch nichts sagen. Ich muss. Ja, mach das. Und? War das der Falsche? Was? War falsch? Okay. Lona ist ja jetzt ausgeschieden. Ich bin dran. Und ich verdächtige den Täter unter den gelben Drachen. Und es ist die Nummer 8. Ja, die Nummer 8 ist Juhu. Juhu. Darf ich? Jetzt schaue ich nach. Leg den hier rauf. Und da unten leuchtet die 8. Das heißt, Juhu hat gewonnen. Ich habe nichts verstanden, was Schnurrbart ist. Deswegen, was ist Schnurrbart? Das ja. Und das. Und Narbe. Narbe ist. Aua, das Rote. Und dann Hut. Hut weiß ich schon, aber. Ja. Aber du hast den weißen Mann nicht. Was hat er gesagt? Putzen lügt. Scheiße, Putzen. Deswegen sagte ich, die beiden sind ganz wichtig. Okay, ich habe verloren. Endlich hat Stefan gewonnen. So, und der Sieger des heutigen Tages ist Germany. So sieht es am Ende aus. Nur dadurch Lona gesagt hat, dass alle in die Mitte kommen sollen, habe ich gewonnen. Und weil Lona vergessen hat, den weisen Mann zu befragen. Weil der weise Mann hat gesagt, der Putzen, der lügt. Ja. Mhm. Und beinahe ist auch noch den Spion vergessen. Mhm. Auch wichtig. Spion und der weise Mann, immer wichtig. Immer. Okay, das war's für heute mit Deutschland versus Indonesien. Und da steht 1:4 für Indonesien. 1:4 für Indonesien. Ja. Also 1 Deutschland, 4 Indonesien. Ich habe 4-mal gewonnen und einmal. Endlich hat Stefan 1-mal gewonnen. Das ist bei Denkspielen, da werde ich fast immer gewinnen. Aber so Glücksspiele wie mit Karten, ich habe nie Glück und Würfeln. Deswegen spielt Lona gerne sowas gegen mich, weil zu 85% gewinnt sie. Okay, vielen Dank fürs Schauen und auf Wiedersehen. Tada! Tschüssi! Deutschland jubelt! Yeah!